Next day, moin moin, aus Hamburg, Monday morning, Zeit wieder anzugreifen. Es ist richtig schönes Herbstwetter. Wir haben noch nicht mal Ende August, aber egal. Ich sage es ehrlich, ich freue mich auf die Sonne, auf Hawaii. Aber das ist noch lange hin. Erstmal geht es darum, den American Dream zu rocken. Und dann kann man an die Entspannung denken, irgendwann. Gewicht wollte morgen bei 77,4. Ich war schon, ich glaube, am Freitag bei, Freitag oder Samstag, bei 76,0. Aber meine Waage ist halt nicht sonderlich genau. A, fluktuiert das Körpergewicht sowieso und außerdem steht die da nicht immer so richtig plan. Ich habe da keine fixe Stelle, deswegen nehme ich das halt auch nur als Anhaltspunkt. Hab gestern aber ja Refeed in dem Sinne gemacht, dass ich 250 Gramm Carbs gegessen habe anstatt 150 bis 175, ist nicht so ein richtiger Refeed, sondern einfach eine ja, minimale Erhöhung, weil ich einfach gemerkt habe, ich brauche ein bisschen mehr Energie. Ich merke das gefühlt heute Morgen schon. Hab 7,5 Stunden geschlafen laut Body Media. Viel mehr Energie, ausgeruhter, obwohl ich gestern Beine trainiert habe. Ja, also auf den Körper hören, ihm auch wieder ein bisschen mehr Energie geben. Dadurch wird die Diät jetzt nicht schlechter ausfallen durch die paar 100 Kalorien mehr. Das ist gar kein Thema. Ja, also heute viele Personal Trainings auf dem Zettel, Montag wie immer. Und dann überlege ich gerade, ob ich meinen Split nochmal für die letzten zwei Wochen ändere. Da bin ich so ein bisschen am Hadern. Aber ihr werdet es erfahren. Ich tendiere dazu, ja, aber ihr werdet dann erfahren, wie ich das abändere. Ja, ich teile dann jetzt mal alles mit euch. Außer mein Essen. Das brauche ich komplett für mich. Aus Hamburg, Leute. Es ist Dienstag und ich glaube, ich habe das Gefühl, ihr seht mich nur im Auto. Ich werde das mal heute checken beim Zusammenschneiden. Gestern, glaube ich, ich habe ja nichts gefilmt, weil ich wieder den Epic Fail geleistet habe, weil ich nie die Speicherkarte lösche, sondern immer nur Sachen auf dem Computer spiele. Und ich muss die mal komplett formatieren. Das werde ich nämlich heute mal machen. Darum soll es aber nicht gehen. Es ist Dienstag. Heute Pull-Training. Ich habe ja gesagt, ich werde diese Woche meinen Split umstellen. Jetzt ein reines Rückentraining machen. Da freue ich mich drauf. High Volume. Das werde ich auch abfilmen. 7.30 Uhr jetzt. Im FitX sollte es noch relativ leer sein. Ist mir aber auch Lachs. Wir haben da eh eine Drehgenehmigung. Ist aber halt immer angenehmer, wenn man ja, den Leuten nicht auf den Geist geht. Ja. Wenn die nicht im Bild sein wollen, ist das natürlich auch deren gutes Recht. Ja. Reine Pull-Einheit, High Volume, 45 Minuten Cardio im Anschluss. Ja, dann Frühstück und dann den Tag starten. Und was wollte ich sagen? Ah, was genau? Ballaststoffe. In der Diät habe ich jetzt gar keine Probleme, auf meine Ballaststoffe zu kommen, die ich am Tag schaffen will, um die 30 bis 40 Gramm. Es ist eher so, dass ich zu viele zu mir nehme, weil ich halt doch jetzt nicht mehr 70-30 Healthy Foods und nicht zu gesundes Essen fahre, sondern eher im Moment fast schon ja, 95-5%, weil einfach diese Lebensmittel so eine hohe kalorische Dichte haben, dass sie mich einfach überhaupt nicht sättigen, nicht mal annähernd. Deswegen esse ich halt extrem viel Gemüse und
ja, auch noch viel Obst, womit ich meine Carbs auf decke. Von daher kriege ich viele Ballaststoffe. Und gestern hatte ich fast 60, was definitiv zu viel ist, bei einer Kalorienaufnahme von 1900 Kalorien nur noch. Macht sich auch auf die Verdauung bemerkbar. Die meisten haben das Problem, dass sie halt nicht auf ihre Ballaststoffe kommen. Für die kann ich wie gesagt diese ganzen Dinkelkleie-Geschichten ans Herz legen. Proteinriegel oft, ne? Questbars haben einen hohen Ballaststoffanteil. Ja, was noch? Was kann ich noch? Die ganzen Hülsenfrüchte, Kidneybohnen, Kichererbsen, White Beans, all that stuff. So, get your fiber in. Hilft euch, satt zu bleiben und eurem Verdauungssystem genug Zeit zu geben, sich die ganzen Nährstoffe rauszukramen aus der Nahrung, die ihr eurem Körper gibt. Ja. So, jetzt geht's ins Training. Ihr seht schon wieder, that Monster am Start. Gönne ich mir trotzdem. Und dann geht's gleich los mit dem Training. 3, 2, 1. Da ist das Voice-Over in der Special Edition heute. Ich habe einen kleinen Gast mitgebracht, und zwar... So klein bin ich auch wieder nicht. Die Julia. Nein, Little Nice Julie, bitte. Little Nice Julie, sie ist jetzt bei Instagram. Also mache ich jetzt... Hat schon 7 Fotos gepostet. 7 Fotos und jetzt. Und 38 Follower. Ja, jetzt geht's hier los, Social Media. Ich dachte, wir machen mal so ein bisschen was anderes. Der ein oder andere wird sie halt schon kennen vom Channel. Und damit das Voice-Over jetzt hier nicht so, oh, Training hier und da kommt, machen wir es mal zusammen. Sie ist ja die Push-Expertin. Richtig. Was für ein Training mache ich heute? Du siehst es ja gerade. Wenn du mich jetzt so fragst, würde ich sagen, das ist Pull. Richtig, Applaus. Ja? Und warum? Wie ihr seht, warum ist das Pull? Weil ich ziehe. Ich ziehe mich ja hoch mit den Ellbogen. Ach so. Und dann trainiere ich den Rücken. Angefangen habe ich mit den Klimmzügen. Und dann habe ich mal versucht, wieder den Lat zu spreaden, wie ihr gerade seht. Klappt immer besser. Boom. Und was sagt Julia zu meiner Form? Skinny Face. Auf jeden Fall. Ne? Auf jeden Fall Skinny Face. Dann zweite Übung Rudern mit einem Trizeps-Tau. Habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Gefällt mir richtig gut, weil ich da so richtig schönen Stretch kriege jetzt auf dem Rückweg. Zack, sieht man auch, dass der Lat da richtig fest ist. Und der Serratus-Muskel auch richtig am Feuern ist. Genau, jetzt kriege ich so einen Blick. What the fuck? Was für ein Muskel? Serratus-Muskel. Guck mal da, wo die Rippen sind. Wo das so ein bisschen geriffelt aussieht. Ich dachte, da ist der Latt oder ist der hinten? Ja, das geriffelte da. Das hier ist und wo ist der Latt? Der Latt ist das Große, was da immer rausguckt. Ach so. Rechts und links. Ja, davon habe ich 3 Sätze gemacht. War jetzt ein komplett reines Rückentraining. Nächste Übung. Lattzug zur Brust im supinierten Griff. Mache ich immer sehr gerne. Da gibt es bei FitX einen kleineren Griff und einen weiteren, das ist der kleinere. Ich glaube, die hast du auch schon mal gemacht. Die haben wir letztes Mal gemacht, ja. Die haben wir letztes Mal auch gemacht. Und wenn du Rücken trainierst, machst du dann immer nur, ist das dann alles Pull oder ist das auch Push oder ist das egal? Nein, wenn ich Rücken trainiere, dann ist das halt ein Pull-Training. Das heißt, du trainierst den hinteren Teil des Körpers. Und deswegen mit Push kann man den Rücken nicht erreichen? Mit Push kannst du nur die vorderen Muskeln erreichen. Ach so. Push, ja, dann kann man Schulter, sich das doch so auch merken. Trizeps. Vorne Push, hinten Pull. Ja, eben nicht, weil der Trizeps... Vorne der Trizeps, Push, hinten Pull. Der Trizeps ist ja ein Muskel, der wird auch beim Push trainiert, weil du den ja nach vorne drückst. Und der bringt den Ellbogen in die Strecke. Also ihr seht, Leute, Julia ist immer noch leicht verwirrt. Ich werde es auch nie verstehen. Also, ich will es auch gar nicht verstehen. Das ist viel zu anstrengend. Pull ist immer Rücken und Bizeps und Push ist immer Brust dann und Trizeps. Dann ist ja die Frage, wo ist denn der Bizeps und wo ist der Trizeps? Ja, jetzt seht ihr, Leute. Ich ja vorher noch die Frage. Nein, das weiß ich schon. Das nein, weiß das ich. Weiß ich nicht. Was ist das da hinten, was ich gerade so ein bisschen flexe? Jetzt? Nee, du machst gar nichts. Das ist der Lat.
der bei dem Gooseman so komisch aussah. Genau, Julia, wir haben die Christian Gooseman Videos geguckt und er hat da, was hast du gesagt, der hat da so einen komischen Nupsi. Der hat da so komische Eier, habe ich gesagt. Eier, der hat halt einen relativ ausgeprägten Latissimus. Ja, hört man uns überhaupt? Ich hoffe. Das Mikro ist da oben. Ach so, das Mikro ist da oben. Ich dachte, das wäre da, wo das Mikro angezeigt. Mitten auf dem Bildschirm. Nein. So, zweiter Satz. Habe ich da drei Sätze sogar drin. Jetzt habe ich das hier alles schon geschnitten. Und ihr müsst euch alle Sätze angucken. Nein, doch. Das wollen die Leute doch auch sehen. Das wollen die Leute auch sehen. Dass ein schöner Rücken kann entzücken. Ja, dass die Leute auch mal sehen, dass ich wirklich auch die Sätze alle durchtrainiere, die ich da mal erzähle, dass ich sie trainiere, oder? Ja, ist nicht so wie mit dem Essen, ne? Essen. Ja, dann hast das poste ich immer und dann esse ich immer Pizza, genau. Und also richtige Pizza und Ben & Jerry's und so, ne? Verarsch die Leute doch nur. Ja, genau. Das esse ich alles gar nicht. Wo hast du die Kamera denn da draufgestellt? Die habe ich... Steht die auf der Fensterbank, ja, oder? Ist das, nee, das ist dieser Ständer für die... na, sag mal schnell. Für die... Griffe. Ach so. Für die verschiedenen Griffe. Der Ständer für die Griffe. Genau. So, jetzt oder die Griffe für den Ständer. Die Griffe für den Ständer. Ich glaube, so. Dann kannst du alles gleich. Nächste Übung war wieder ein Latzug. Diesmal einzeln, alternierend. Und das könnt ihr gerne mal ausprobieren. Habe ich mit diesem. Kann man mit dem einzelnen Griff machen. Ich finde es mit dem. Was ist das? K-Zug, V-Zug, V-Griff, sieht aus wie ein V. Kriegt man oben auch wieder einen richtig schönen Stretch. Und ihr seht, ich ziehe den Ellbogen auch gar nicht so weit runter, weil ich wieder die Affenarme habe. Wenn ich den Ellbogen weiter runterziehe, arbeite ich wieder nur noch über den hinteren Schultermuskel. Ich will aber rein fast komplett über den Latissimus arbeiten. Das ist der, der da immer so ein bisschen rausploppt. Der Gooseman-Knorpel. Das Gooseman-Gedächtnis-Ei. Also Leute. Eine kurze Frage noch, bevor du jetzt hier irgendwie 10 Minuten durchlaberst und ich nicht mehr zu Wort komme. Ja, okay. Was heißt denn alternierend? Alternierend heißt wechselnderweise immer eine Seite nach der anderen. Also könnte man eigentlich auch sagen wechselseitig. Wechselseitig, alternierend, richtig. Ja, gut, dass das wir diese Begrifflichkeit. Das wäre eher so meine Wortwahl. Okay, ich mag alternierend sehr gerne. Du magst auch gerne organisch. Organic Food. Wenn man dich fragt, wie dein Channel wächst, dann sagst du, der wächst organisch. Ja, richtig. Der würde aber exponentiell explodieren, wäre geiler. Aber organisch ist auch gut, Leute. So, wenn wir schon beim Gooseman sind, diese Übung habe ich mir von dem guten Herrn mal abgeguckt. Der hat die jetzt mal so implementiert in seinen Trainingsplan. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, weil er so begeistert war davon. War der Typ denn einverstanden, dass er auf dem Bild zu sehen ist? Natürlich nicht. I just don't care. Nein. Müsst ihr ausprobieren. Man muss wirklich ganz hinten anfangen und den Latissimus auch wirklich richtig in den Stretch bringen. Sieht man jetzt auch, glaube ich, ganz gut. Dann ist die wirklich gut, aber so eine richtig gute Mind-Muscle-Connection habe ich da nicht gehabt. Ja, ich probiere da mal weiter rum. Dein Handtuch sieht aber auch komisch aus, ne? Das war dann ein Taschentuch, beziehungsweise ein Handtuch. Nein, und jetzt seht ihr geilerweise die Kamera. Ich habe die so mit so einem, wie nennt sich das? Ja, die sieht da einfach umgestellt. Die ist so langsam, ne, langsam so runtergerollt, so. Hopp, und dann ist sie ganz umgekippt. Hä? Ja. Camera fail. So, letzte Übung. War die Frau, die da hinten durchs Bild gelaufen ist? Hast du die vorher befragt, ob das in Ordnung ist? Die habe ich nur befragt, weil ich noch ganz andere Sachen gemacht. So, letzte Übung zum Ausbrennen. Probiert es mal aus. Sowas wie ein Latzug im engen Griff. Und ihr seht, ich bringe den Oberkörper immer so nach hinten. Das heißt, ich ziehe Ellbogen nach hinten. Hat Ähnlichkeit mit einem Ruderzug von vorne. Ja. Das war jetzt mal so unser Voice-Over together. Jetzt seht ihr gleich noch, ich habe danach noch 45 Minuten Cardio absolviert. Musste ich absolvieren. Und danach sah ich ein wenig durchgeschwitzt aus. Und meine Hose sah aus, als wäre dort... Wie wie eine Büchse. Furchtbar. Danach war ich, glaube ich, sogar noch einkaufen. Wann war das? Bis gleich, weiter geht's.
Moin, ihr habt das Workout gesehen. Richtig gutes Workout gehabt. Also der Plan mit dem neuen Split zahlt sich bis jetzt aus. Einfach fresher. Gucken wir, hier können Unfallbausch wieder. Hamburger Schietwetter. Ich sag jetzt ehrlich, I hate it. Egal. Cardio gerade durchgezogen, 45 Minuten. Und ihr kennt bestimmt das Gefühl, wenn man Cardio gemacht hat, wenn man so ein Cardio-Hater ist wie ich. Man fühlt sich einfach fresh, froh, dass man damit durch ist. Und ja, einfach hormonell hat man so ein Hoch. Ja, ein hormonelles Hoch. Endorphine werden ausgestoßen. Deswegen bin ich jetzt ganz happy. 10 Uhr, beide Workouts durch, im Block quasi gemacht. Jetzt kann ich den ganzen Tag arbeiten und essen. Ist ein gutes Gefühl. Und an sich versuche ich gerade oder merke gerade, wie ich es ganz gut schaffe, diese Wettkampfvorbereitung zu genießen, den Weg dahin bewusst wahrzunehmen und zu merken, wie man was schafft, wie man über sich hinaus wächst. Boah, irgendwas stimmt hier gerade im Auto nicht. Nee, das war eine Pfütze. Egal. Was ich sagen wollte ist, dass ich einfach beim Cardio-Training gut nachdenken kann. Ich checke auch immer YouTube-Videos dabei, aber am Ende, die letzten 10 Minuten, versuche ich immer einfach nochmal mich auf den Tag zu konzentrieren, auf meine Ziele zu konzentrieren. Das kann ich dabei ganz gut, so eine Art Meditation. Und bin einfach happy da, wo ich bin und dankbar dafür. Ich habe eine tolle Frau, die mich unterstützt. Ich habe ein irgendwas rumst hier, muss ich gleich mal checken. Ich habe einen geilen Job als Personal Trainer, das immer weiter wächst, an dem ich immer weiter selber wachse, jeden Tag noch lernen kann, was weitergeben kann, Menschen helfen kann. Ja, einfach, ne, einfach dankbar gerade. Und ja, ich dachte, das teile ich euch mal mit. Alright, I will enjoy the day und ich hoffe, ihr tut das auch. Ich denke mal, heute wird es nicht mehr viel geben. Ich muss jetzt bis, ja, 20 Uhr arbeiten. Dann werde ich noch ein bisschen am Posing feilen, eine Viertelstunde. Und dann falle ich wahrscheinlich auch wieder tot ins Bett. Ja, also sehen wir uns wahrscheinlich morgen. Wenn euch die Videos gefallen, liked das, erzählt mir, was ihr sehen wollt, noch mehr, kommentiert das. Ich freue mich über jedes Feedback und ja, danke an alle, die immer supporten und mir Zuspruch geben und sagen, ich werde das Ding rocken. Es gibt Momente, wo einem das richtig, richtig hilft. Also danke, Leute.